Die verlassenen Altäre werden von Dämonen eingenommen, sagt der Schriftsteller Ernst Jünger. Meine Damen, meine Herren, unsere Zeit zeichnet sich aus durch ihre raffinierte Vielfalt, der immer undurchsichtbarer werdende Perfektion des Bösen. Wir leben einem innerlich kranken, tief gestörten, verunsicherten, orientierungslosen Zeitalter und Zeitgeschehen. Die öffentliche, sittliche Ordnung ist schwer beschädigt. Miterleben müssen wir einen inneren Verfallsprozess, ungleich schwerwiegender als alle Naturkatastrophen zusammen. Die Massenmedien schweigen nicht nur davon, sondern sie fördern den geistigen und biologischen Selbstmord des Volkes. Tatsache ist, dass wir ein sterbendes Volk sind. Es hat den Anschein, dass diese Selbstzerstörung nicht aufzuhalten ist. Die zerstörerischen Auswirkungen werden nicht wahrgenommen. Die Auflösungserscheinungen nehmen ständig zu. Es sind dies unter anderem die Überalterung, die Übervölkerung einer massenhaften Zuwanderung, die Entstehung Parallelgesellschaften und so weiter. Wirkkraft sind die Erschütterungen der Grundlage unserer Existenz, die unser Land tief stören, verwirren, verunsichern und orientierungslos machen. Alles wackelt. Das kann auch gar nicht anders sein bei fortschreitender Verweltlichung, Säkularisierung, Verdiesseitigung einer immer stärkeren antichristlichen, antikirchlich aufgeheizten Stimmung. Infolgedessen das Verschwinden der letzten Reste einer allgemeinen christlichen Sitte und damit verbunden der Verlust gemeinsamer ethischer Werte und Normen, die ja nur religiös begründet werden können. Der immer ungehemmtere Egoismus, den wir erdulden müssen, hängt zusammen mit dem immer weiter um sich greifenden Atheismus. Dem Motto, wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt. Begegnen wir allenthalben. Mit diesem Grundsatz geht der Verlust einer Grundorientierung Hand in Hand. Somit schwindet bei den Menschen der Lebenssinn und sie fallen in eine Sinnlehre, die ganz unvermeidlich dort auftritt, wo Gott aus dem Leben verschwindet. Ohne Gottes Bezug ist die Sinnfrage unbeantwortbar. Der Verlust Gottes führt zwangsläufig zum Nihilismus, dem eigentlichen Grund der inneren Leere und der Haltlosigkeit. Man steht vor der Frage, warum und wofür man lebt. Friedrich Nietzsche hat es dramatisch in seiner Botschaft vom Tode Gottes klargelegt. Den Betroffenen bleibt nichts anderes übrig, sich für ihre Sinnlehre eine Ersatzerfüllung zu suchen. Meist ist das der immer ungehemmte, ausgelebte Lebensgenuss nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Für den materiellen Lebensgenuss gilt die Grundregel, möglichst viel, möglichst oft und möglichst sofort. Verpönt sind Vorsicht, Versagung, Selbstbeherrschung, Opfer. Hier ist der Ausgangspunkt für die Zunahme von allen möglichen Festen und Feiern aus oft schwachsinnigem Anlass. Mir selbst ist ein Heuhaufenfest in einer rheinhessischen dörflichen Gemeinde bekannt. Man will feiern. Der Philosoph Sloterdijk bezeichnet treffend Europa als ein Kontinent der Gier. Hier haben wir es zu tun, um das Begehren, vor dem das Gebot Gottes, Jesus und die Apostel dringend warnen.
Das Suchtverhalten macht den Menschen unfrei. Der Mensch, der sich ganz frei dünkt, er bekommt ja in unserer liberalistischen Gesellschaft auch eingeredet, er sei es, wird in Wirklichkeit in der Sucht aber zum Getriebenen, zum Sklaven seiner Sucht, der letztlich von ihr aufgefressen wird und an ihr im wahrsten des Sinne des Wortes stirbt. Da süchtiges Verhalten nicht wirklich zufriedenstellen kann, sucht er sich alle möglichen Stoffe zur Abwechslung und hat beständig den Drang zur Steigerung der abgenutzten, uninteressant und misslungen gewordenen Lebensgestaltung. Dabei kann alles, alles zum Suchtmittel werden. Fresssucht, Trunksucht, Spielsucht, Drogensucht, Sexsucht, Herrschsucht, Ehrsucht und so weiter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese lange Reihe noch fortzusetzen, das bringt ja nichts. Das wäre ja bis unendlich. Christlich gesehen leiden solche Menschen daran, dass sie Gott an der falschen Stelle suchen und Abgötterei betreiben. Der Verlust der Normen und Werte zusammen mit dem Suchtverhalten führt zum Gottesverlust und damit ganz automatisch zur Zucht und Zügellosigkeit im menschlichen Verhalten. Die im Menschen schlummernde Aggressivität kommt durch den Wegfall der gesellschaftlichen Bremsen immer öfter und verheerender zum Ausbruch. Besonders die Zunahme der Gewalttaten von Jugendlichen, ja selbst schon von Kindern in den Schulen, gegen Leib und Leben anderer Menschen. Wir erleben es hautnah. Eine Überwindung der Gewalt, etwa durch eine Schulung gegen Gewalt, ist selbstverständlich aussichtslos. Solange der Mensch und die Gesellschaft nicht von Grund auf verändert und erneuert wird. Das fängt an auf dem Gebiet der Erziehung, wo sich zurzeit schwerste Mängel und Gefahren zeigen. Ausgehend von einem falschen optimistischen Menschenbild wird vorgegaukelt, junge Menschen würden sich dann am besten entwickeln, wenn sie ohne Einschränkungen aufwachsen. Ins Leben gerufen wurde die sogenannte antiautoritäre Erziehung. Hier stoßen wir wieder auf eine Worthülse, die mit einer anderen Inhaltsbedeutung gefüllt worden ist. Denn von einer Erziehung kann hier ja keine Rede mehr sein. Geächtet werden Tugenden, das heißt all das, was den Menschen erst zum Menschen macht, wie Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Höflichkeit und so weiter. Nun sollen ohne Einschränkungen, ohne geistige, moralische und kulturelle, hochstehende, nachahmenswerte Vorbilder, Kinder und Jugendlichen, ohne diese aufwachsen und ins Leben hineintaumeln. Jede Form von Zucht wird alleine schon sprachlich bekämpft und vermieden. Das führt dazu, dass erzieherische Formung ausfiel und eine ganze Generation im Wildwuchs und somit im wahrsten Sinne des Wortes ungezogen heranwuchs. Um dies weiter leben zu lassen, wird daran gearbeitet, ganz klar Pflichtkindergärten zu installieren, in denen Kinder, Kleinkinder sogar schon, bereits schon ab ihrem ersten Lebensjahr eingebracht werden müssen. So kann die Zukunft an die politische Leine gelegt werden. Zuvor aber ist es notwendig, den intakten Familienverband zu vernichten, dass damit alle Bezugspersonen für das Kind ausgeschaltet werden. Da wir aber so frei sind wie noch nie in unserer Geschichte, darf es nicht auffallen, dass der staatliche Pflichtkindergarten ein staatlicher Pflichtkindergarten ist. Jede Familie soll freiwillig und froh
ihr Nachwuchs einer ganztägigen staatlichen Einrichtung anvertrauen. Das lässt sich über die wirtschaftliche Schiene leicht ermöglichen, indem man dafür sorgt, dass Eltern gezwungenermaßen beide, möglichst ganztag arbeiten müssen und somit nicht in der Lage sind, ihr Kind in ihrem elterlichen Sinne erziehen zu können. Die Freie Demokratische Partei, FDP, hat deshalb vorgeschlagen, das Elterngeld für nicht berufstätige Eltern zu streichen. Die Auswirkungen davon sind ein Relativismus der Kulturen, der Künste, eine Anything Goes, wie heute gesprochen wird, insofern zu begrüßen, weil dadurch erkennbar ist, wer die Misere in der Europa steckt, ausgelöst hat und wem sie zu verdanken ist. In dem Anything Goes ist alles möglich. Alles deswegen, weil wirklich alles ohne Ausnahme bloße Geschmackssache wird. Alles ist gleichgültig und darum gleichgültig. Beliebig, willkürlich, unbegrenzt. Am deutlichsten zeigt sich das in der gegenwärtigen Kunst. Keine Kunstgattung blieb davon verschont. Musik, Literatur, bildende Kunst. Treffend beschrieben von dem Kunsthistoriker Hans Sedlmayr in seinem Werk Verlust der Mitte. Die Mitte verlassen heißt die Menschlichkeit verlassen, sagt Blaise Pascal. Die gegenstandslose Malerei und unwirklichen Plastiken verlieren ihren eigentlichen Gegenstand, werden vieldeutig, unverständlich, ihre Deutung beliebig. Alles hängt in der Luft. Es gibt kein objektives Kriterium für ihre Beurteilung, außer dem persönlichen Geschmack. Da denke ich an eine Anekdote, die von dem Berliner Schauspieler Jakob Tiedtke war es, glaube ich. Die Älteren von Ihnen werden sich sicher noch an ihn erinnern können, erzählt wird. Bei einer Vernissage, bei der die Künstler anwesend sind, stand Tiedtke vor einem gegenstandslosen Bild und betrachtete sich die Kleckse, Dreiecke, Striche, Kreise, Karos, Rechtecke, die alle bunt durcheinander liefen. Der Künstler, der dieses Werk geschaffen hatte, merkte, dass Tiedtke mit der Darstellung auf dem Bild nichts anfangen konnte. Das ist Paris, sagte der Maler. Gemeint war Paris, der Prinz von Troja, den Trojanischen Krieg losgetreten hat. Das ist Paris, also, sagte der Maler. Darauf Tiedtke, was sie nicht sagen, ich hätte für Rom gehalten. Ähnlich ist es mit der Musik. Mit der Auflösung der Tonalität wird sie unzugänglicher, undurchdringlicher. Sie hatte nichts mehr zu sagen. Im Kontrast dazu konnten alle früheren Musiker getragen vom Glauben an die Harmonie der gottgeschaffenen Welt diese in der Musik zum Klingen bringen. Das geht heute nicht mehr, weil es diese Harmonie der gottgeschaffenen Welt ohne Gott nicht mehr zum Klingen gebracht werden kann. Sie zerbricht. In dem modernen Getöse hallt das Chaos der zerstörten Welt wieder. Damit verschwindet der Unterschied zwischen Musik und Geräusch. Ja, Lärm. Auch die Literatur bleibt von Auflösungserscheinen nicht verschont. Man denke hier nur an den Dadaismus. Er ist eine revolutionäre Bewegung, die die bürgerliche Kultur abbauen und der Lächerlichkeit überantworten will. Der Sammelpunkt des Dadaisten war das Cabaret Voltaire in Zürich, wo auch Lärmmusik gemacht wurde. Lärmmusik
ich weiß nicht, ob man davon noch von Musik reden kann, von Lärm schon eher. Übrigens sagt der Bezug zu Voltaire schon alles. Der Dadaismus erlangte Bedeutung für die Weiterentwicklung der Kunst, so zum Beispiel für die Surrealisten. In Deutschland war die politische linksgerichtete Komponente besonders deutlich. Der Surrealismus wiederum ist eine Kunstrichtung der Traum- und Rauscherlebnisse, somnambule, also schlafwandlerische und hypnotische Zustände als Quelle der künstlerischen Darstellung haben. Ich möchte hier keine kunstgeschichtliche Vorlesung halten, sondern nur versuchen, unseren heutigen Zeitabschnitt durchdringender zu machen, sind wir doch von all dem aus erster Hand umgeben. Das ist Fakt. Die moderne Kunst spiegelte den Aufregungszustand unserer Gesellschaft wider. Sie hat nichts Positives mehr zu sagen. Nichts Positives mehr. Irgendeinen Trost oder gar Hilfe kann sie nicht vermitteln. Die europäische Hochkultur ist am Zusammenbrechen. Und davon sind nicht nur Kunst und Kultur betroffen. Oh nein, auch die Wissenschaft. Insbesondere die Geisteswissenschaften liegen im Sterben. Es gibt keine Gesamtdarstellung mehr, keinen gemeinsamen Rahmen, keine zusammenfassenden großen Erzählungen. Auch hier finden sich, wenn überhaupt, nur noch Bruchstücke. Wir müssen die Selbstauflösung unserer Geistigkeit miterleben. Kardinal Meissner hat völlig recht in seiner Formulierung: Wenn Gott nicht mehr in der Mitte steht, dann nehmen Kultus und Kultur Schaden. Je mehr von Meinungsfreiheit geredet wird, desto weniger ist sie gewährleistet. Wir erleben es. Die Meinungsmache in den alles beherrschenden Massenmedien schließen alle die, die der Political Correctness nicht entsprechend vom öffentlichen Diskurs aus. Siehe zum Beispiel Eva Herrmann, war, glaube ich, die frühe Tagesschausprecherin, Kardinal Meissner und so weiter. Nur um einige zu nennen, aber auf die Meinungsfreiheit komme ich nachher nochmal zu sprechen, ganz besonders. Ein nach heutigen vorgegebenen Maßstäben verhasstes Wort kann einen Menschen vernichten und sein noch so berechtigtes Anliegen unmöglich machen. Die Massenmedien sind die Scheiterhaufen von heute. Wer mag öffentlich von Vaterlandsliebe und dem dazugehörenden Selbstbewusstsein reden? Die politischen Strippenzieher wissen sehr wohl, weshalb sie diesen Begriff den Kampf angesagt haben. Denn ohne diese Form der Selbstbejahung kann ein Volk auf Dauer nicht leben. Und darauf kommt es an, denn an ein Weltland. Im Zusammenhang mit einem gebrochenen Nationalbewusstsein kommt es zu einem umfassenden Verlust der eigenen Geschichte. Ein Geschichtsbild, das nur einen winzigen Ausschnitt in den Vordergrund stellt und alles andere außen vor lässt, ist schlicht und einfach falsch. Das, was unsere Vorfahren Großes getan, Gutes geleistet haben, wird unter den Teppich gekehrt. Somit verlieren wir unsere geschichtlichen Wurzeln. Es kommt zu einer Geschichtsvergessenheit und schließlich zu einer Geschichtslosigkeit. Theodor Wiesen Adorno sagt sinngemäß: Man darf sich nirgendwo zu Hause fühlen. Das kommt ja mit der Frankfurter Schule, hängt das zusammen. Das ist die negative Dialektik der Frankfurter Schule. Wer seine Geschichte verliert, verliert auch die Möglichkeit, den Blick in die Zukunft zu richten und den Willen, eine eigene Zukunft haben zu wollen. All das zieht auch problematische religiöse Entwicklungen nach sich. Und zwar wird uns eine Wiederkehr und ein Interesse an der Wiederkehr der Religion in die Ohren gesäuselt. Und das mag sein.
Wir Christen dürfen uns von diesem Geplätscher aber nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Denn wer meint, das Verlangen nach Religion werde auch dem christlichen Glauben zugutekommen, ist auf dem Holzweg. Wir sollten nicht vergessen, dass Religion nicht unbedingt etwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Bei Bemühungen des Menschen um Gott ist es ein menschliches Werk. Der Glaube an Christus entspringt der Offenbarung Christi, ist also göttliches Werk. Der Kirchenschriftsteller Tertullian, war etwa 150 bis 225, schreibt: Anima naturalita Christiana, dem kann nicht unbedingt zugestimmt werden. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die Seele des Menschen von Natur aus religiös veranlasst ist. Sie ist aber nicht von vornherein christlich. Das schafft Probleme, wovon wir hier in Deutschland, das zu einem multireligiösen Land geworden ist, leider ein trauriges Lied singen können. Jede der verschiedenen Religionen stellt ihren jeweils eigenen Wahrheitsanspruch und relativiert damit alle anderen Glaubensgemeinschaften, vor allem da, wo es sich um missionarische Religionen handelt. Eine solche missliche Situation kannten wir bisher in unserem geordneten Land nicht. Der Unterschied zwischen den christlichen Konfessionen kann hier nicht als Vergleich herangezogen werden. Christen, die sich durch die Vielfalt der Religionen beunruhigen lassen, indem sie die Gewissheit ihres christlichen Glaubens verlieren oder in einen religiösen Relativismus verfallen, können niemals wirkliche Christen gewesen sein. Echte Christen ließen und lassen sich niemals beirren und in der Sicherheit ihres Glaubens erschüttern. Von Anfang seines Bestehens an hatte das Christentum mit den multireligiösen Herausforderungen zu tun und musste damit leben. Allein durch seine Überzeugungstreue hat er sich gegen alle Widerstände durchgesetzt, im festen Glauben, dass Jesus Christus einzigartig und unvergleichbar ist. Daran sollen, können und müssen wir auch heute, gerade in der multireligiösen Auseinandersetzung, festhalten. Lassen Sie mich kurz auf die Herausforderungen der nichtchristlichen Religionen eingehen. Da ist zunächst das Judentum. Übertritte in diese Glaubensgemeinschaft gibt es wenig. Als Christ mag man zu dieser Religionsgemeinschaft stehen, wie man will. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass Christentum und Judentum zur Gänze verschieden sind. Nicht das Judentum ist die eigentliche Wurzel des christlichen Glaubens, wie es heute immer wieder hingestellt wird, sondern Jesus Christus selbst. Sagt Jesus das von sich selbst: Ich bin die Wurzel. So lesen wir es in der Offenbarung bei Johannes 22, 16. Ein besonderes Zeichen der Glaubensschwäche bei denjenigen, die sich Christen nannten, ist der Übertritt zum Islam. Worin die Attraktivität dieser Religion liegt, ist schleierhaft. Vor allem für diejenigen, die Jesus Christus und seine Heilstat für uns erkannt und erfahren haben sollten. Besonders schwerwiegend hierbei ist, dass der Islam eine nachchristliche, also eine antichristliche Religion ist. Obwohl der Islam Jesus kennt, ist er wegen seines religiösen Kahlschlags hinter die christliche Offenbarung Gottes in die Gesellschaft zurückgefallen. Kommen wir zum Buddhismus. Auch hier wieder der verlockende Reiz des Exotischen. Diejenigen,
die sich dem Buddhismus zuwenden, erkennen ganz offensichtlich nicht, dass sie sich gerade auf das einlassen, dem sie aus dem Wege gehen wollen. Der Buddhismus ist nämlich eine pessimistische Religion. Der angestrebte Seelenfrieden wird hier erkauft durch die Absage an das Leben, die menschliche Person und an Gott. Kürzlich las ich eine kleine Geschichte. Ein Mann ging über Land und fiel in eine Grube. Von selbst konnte er nie mehr heraus. Er war dem Tod ausgeliefert. Er schrie um Hilfe. Da kam ein Brahmane. Er sah den Mann in der Grube und sagte zu ihm, du bist ja selber schuld, dass du in die Grube gefallen bist. Du hast nicht aufgepasst. Jetzt kann dir niemand helfen. Du musst die Folgen deines Tuns selber tragen. Die Hindus sagen, alles, was mir zustößt, habe ich selber verursacht. Geht es mir gut im Leben, so ist das ein Zeichen, ich habe im frühen Leben nicht gesündigt. Geht es mir schlecht, so ist das ein Zeichen, dass ich im früheren Leben gesündigt habe. Jetzt muss ich dafür büßen, andere können mir nicht helfen. Vielleicht muss ich nur viele Male geboren werden, um mich reinigen zu können. Das ist Selbsterlösung. Ein zweiter Mann kam vorüber, ein Buddhist. Er sagte zu dem Hilferufenden, es ist traurig, dass du in die Grube gefallen bist, aber habe edle Gedanken, noble Gefühle und habe Geduld. Gott sieht dich ja, dann wirst du den Schmerz nicht so fühlen. Nun kam ein Mohammedaner an der Grube vorbei. Er sah den Mann und sagte sich, tja, da muss man helfen. Er reichte seinen Arm hinunter in die Grube, aber der Arm war zu kurz. Nun suchte er einen Strick, fand aber keinen. Tja, da kann man nichts machen. Allah hat es so gewollt. Das ist Fatalismus. Allah sitzt auf dem Thron, dirigiert und ordnet alles. Was er will, so geschieht es. Da kann man halt nichts machen. Ja, wieder kam einer an der Grube vorbei, sah den Mann in der Grube, stieg selbst hinab und sagte zu dem in die Grube gefallen, steig auf meine Schultern und du wirst gerettet sein. Der Verunglückte tat es und er war frei. Der Mann aber, der in die Grube gestiegen war, nahm selber den Tod auf sich. Das war Christus, der für den Verlorenen gestorben ist, damit dieser lebe. Das mögen sich die am christlichen Glauben unsicher gewordenen und nach fremden Religionsgemeinschaften schielenden vor Augen halten und bedenken. Die angepriesenen Yoga-Übungen sind mit den fernöstlichen Religionen verbunden und bringen jeden, der sie praktiziert, in deren Einflussbereich. Die Gefahr liegt darin, davon abhängig zu werden. Das gilt auch für alle Formen der Esoterik. Als Auslöser für die Bereitschaft, christliche Sitten und Kultur über Bord zu werfen, mag nicht zuletzt die Tatsache zu werden sein, dass die 10 Gebote sowohl von Repräsentanten des Staates als auch von solchen der Kirche angegriffen werden. So sprach zum Beispiel der Bundespräsident Gustav Heinemann davon, dass die 10 Gebote nicht als Grundlage für die Gesetzgebung dienen könnten, da sich die Mehrzahl sowieso nicht daran hielte. Jetzt wird auch klar, dass in der Zeit, in der Heinemann Bundespräsident war, das war von 1969 bis 1974 wohl, in der sozialdemokratischen Brandära mit Billigung Heinemanns Gesetzreformen angestoßen wurden, die ganz bewusst von der Ausrichtung an den 10 Geboten absah. Damit wurde eine Lawine losgetreten, die einen ethischen Dammbruch verursachte. Der auf seinem Talgang vieles unter sich begrub.
aber leider unten noch nicht angekommen ist. Die Lockerung des Abtreibungsverbots, die Abschaffung der Strafbarkeit für Gotteslästerung, die Gleichstellung Homosexueller mit der Ehe von Mann und Frau und so weiter sind erst der Anfang. Ganz offensichtlich ging Heinemann von der normativen Kraft des Faktischen aus. Das heißt, er wollte die Gesetzgebung nach der Einstellung der Mehrzahl oder auch nur der vermuteten Mehrzahl ausrichten. Normative Kraft des Faktischen besagt, wenn die Mehrheit stiehlt, wird dieser Fakt, diese Tatsache zur Normalität, zum Normalfall und ist dann nicht mehr strafbar. Diebstahl ist dann nicht mehr strafbar. Logisch müssen sich die Gesetze, die dann eigentlich gar keine mehr sind, beständig ändern, womit jedwede Sicherheit flöten geht. In diesem Stadium sind wir zurzeit. Das allein schon widerspricht der landläufigen Erfahrung. Wir alle wissen, dass die Mehrzahl in aller Regel nicht die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Ein so schräger Kurs, wie er Heinemann vorgeschwebt hat und wie er tatsächlich bis heute gefahren wird, hat keine feste Bezugsgröße. Eine solche Schieflage orientiert sich an der jeweiligen Meinung von Schreihälsen, überlauten Trommlern. Wer meint, einem Volk damit einen Dienst zu erweisen, ist auf dem Holzweg und reißt den Staat in den Abgrund. Eine solche Ausrichtung hat keinen Bestand und ist einem raschen Wandel unterworfen. Dem steht die Gesetzgebung der 10 Gebote entgegen. Die Negierung dieser Richtlinien werden zu Schaden, vor allem auch für diejenigen, die sich nicht an die 10 Gebote halten. Gezwungen wird niemand, sich nach diesen Geboten zu richten. Aussagen von Personen, die sich der Politik verschrieben haben, sollten wir nicht allzu ernst nehmen. Anders dagegen verhält es sich bei solchen Leuten, die für sich den Anspruch erheben, das Sprachrohr einer geistlichen Macht, in unserem Fall für das Christentum zu sein. Es haut einem einfach um, wenn in der Kirche Stimmen laut werden, die einen Angriff auf die 10 Gebote bedeuten. Seitdem die Fenster der Kirche weit geöffnet worden sind, um die Welt mit ihrem Ungeist einzulassen, wird auch hier nicht mehr der Geist Gottes, sondern der Geist der Gesellschaft mit seinem Denken zur Norm erhoben. Das Verhängnisvolle daran ist, dass dieser heutige Kirchenkampf kaum erkannt oder wenn doch, dann unter dem Tarnwort Pluralismus oder Religionsfreiheit verharmlost wird. Jetzt hat die Vernunftlosigkeit freie Bahn, denn der Pluralismus steht und entfaltet sich bereits einer einmütigen Grundlage. Logisch, dass nun auch die 10 Gebote nicht verschont bleiben. Sie gelten nicht mehr unbedingt als verbindlich. Man ist nicht mehr bereit, sie als unumstößliche Norm gelten zu lassen. Es wird davon gesprochen, dass sie lediglich die Moralvorstellungen von Nomadenstämmen einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gegend widerspiegeln. Deshalb hätten sie für uns keine Bedeutung mehr. Das geht so weit, dass Elga Sorge, eine feministische protestantische Theologin aus Kassel, aus den 10 Geboten eine 10 Erlaubnisse macht. Das heißt, was in den 10 Geboten verboten ist, solle nun erlaubt sein. Wie es mit der Frau Sorge steht, sieht man daraus, dass sie eigentlich Helga hieß, dann aber ihren Vornamen ändern lassen, mit der Begründung, das H
erinnere so sehr an Herr und Herrschaft. Will man Frau Sorge folgen, dann sind Ehebruch, Raub, Mord, Diebstahl und so weiter erlaubt, weil das ja nach den 10 Geboten nicht gestattet ist. Auch der Bibelübersetzer und Buchautor Jörg Zink hat neue Gebote, die die alten 10 Gebote ablösen sollen, formuliert, da unsere Zeit ganz andere Dinge zur Sprache brächte. Auch hier wieder die Ausrichtung am Denken der Zeit. So gesehen müssten die 10 Gebote laufend umgeschrieben werden. Äußerungen wie diese belegen, dass die 10 Gebote in ihrem Wortlaut sowohl für weltliche als leider auch zunehmend im kirchlichen Bereich keine allzu große Bedeutung mehr haben. Überraschend sind solche Überlegungen allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass seit langer Zeit an der Zerpflückung der Bibel herumgemiesert wird. Noch einmal, Missachtung, Verachtung, ja sogar ganz bewusste Demontage der 10 Gebote kann festgestellt werden. Das gilt, wie gesagt, flächendeckend, gleichermaßen für Staat, Kirche und Gesellschaft. Eine große Bedeutung, wie Ihnen genau genommen zustehen würde, haben sie jedenfalls nicht mehr. Nicht wenige leben so, als gäbe sie sie nicht. Eine äußerst bedenkliche Entwicklung, die natürliche Ethik wäre dann zerstört. Fest steht, für alle Menschen gibt es eine natürliche Ethik, die in die 10 Gebote, die uns übrigens seit zweimal überliefert wurden, eingegangen sind. Eine natürliche Ethik widerspricht nicht der Vernunft, sondern erweist sich als recht vernünftig. Wohingegen sich ein Verstoß gegen und eine Missachtung der Ethik sich auf die Länge der Zeit als sehr unerleuchtet erweisen, Aufklärung und Rationalismus haben durch ihren Bibelkritizismus in die falsche Richtung gearbeitet. Sehen wir uns die 10 Gebote unter den Gesichtspunkten als Riegel, Spiegel und Regel an. Festzustellen ist, dass der erste Gebrauch des Gesetzes ein politisches ist. Damit gehen die 10 Gebote ausnahmslos alle an. Sie dienen dazu, das Zusammenleben in einem Gemeinwesen zu regeln, und überhaupt erst zu ermöglichen. Sie wehren dem Chaos und dem Verbrechen. Sie haben ohne Abstriche ihre Berechtigung. Selbst wenn sie nur fragmentarisch vorhanden wären, würden sie das Zusammenleben in jeder Form, angefangen bei der Familie bis hin zum Staat, vor Unordnung und Wirrnis bewahren. Andernfalls käme es zu anarchistischen Zuständen. Es hat aber den Anschein, als gäbe es Kräfte, die dies bewusst anstreben. Ob der Staat es einsieht oder nicht, ob es seinem Willen entspricht oder nicht, wenn er Ruhe und Ordnung aufrechterhalten will, bleibt ihm nichts anderes mehr übrig, als sich der 10 Gebote zu bedienen. Er ist gezwungen, darauf zu achten, dass diese Gebote eingehalten werden. Verzichtet er darauf, gefährdet er seinen Bestand. Er gefährdet seinen Bestand und das Wohl seiner Bewohner. Wo die 10 Gebote in der klaren Form, wie sie europaweit vorliegen und bekannt sind, da ist es Aufgabe der Regierungen, sowohl auf kommunaler als auch auf allen darüber liegenden Ebenen dafür zu sorgen, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Wo diese vernachlässigt und verabsäumt wird,
wächst der Mensch der Gesetzlosigkeit heran. Wir haben ihn bereits. Eines kann man ihm nicht absprechen. Er hat ein reines Gewissen, er macht keinen Gebrauch davon. Sitte und Anstand spielen keine Rolle mehr. Wenn heute für 90% der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Pornografie und Gewalt via Internet zum täglichen Begleiter geworden ist, dann ist das mehr als ein Anstandsproblem. Die linke Szene, Hatchet Pädophile, Karl Raspe, Pries, 1969, im Kursbuch die Kommune 2, Kommune 2, in der erwachsene Personen, Kinder, obwohl sie sich dagegen wehren, zu korrigieren. In politischen Parteien gibt es bereits Akzeptanz für Pädophile. Das Interesse an Kindern, sexuelle Befriedigung an Kindern und Stimmen für die Abschaffung des Paragraph 176 Strafgesetzbuch. Dieser Paragraph hat Sex mit Kindern verboten. Ganz so wie sie die Linken und Liberalen seit den 60er Jahren schon immer versucht haben, dieses Gesetz zu Fall zu bringen. 1985 machten die Grünen in Nordrhein-Westfalen die Straffreiheit für gewaltfreien Sex mit Kindern zu fördern, sogar zu ihrem Wahlkampfthema. In ihrem Bundesprogramm von 1987 steht, Gewalt für Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen darf niemals Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung sein. Vor einem solchen Programm schrecken nicht einmal Individuen zurück, die sich als Vertreter christlicher Gemeinschaft ausgeben. Meine Damen und Herren, was ich jetzt sage, fällt mir unendlich schwer. Ich habe mich noch nie so überwinden müssen, wie jetzt, wo ich das, aber ich fühle mich dazu gezwungen, um aufzuzeigen, wie weit wir gekommen sind. Es entzieht sich jedem Begriffsvermögen eines gesunden, vollsinnigen Menschen, dass der Präsident des Diakonischen Werkes, Klaus-Dieter Kottnick, lobend herausstreicht, dass die evangelische Behindertenhilfe Fortbildungen zum Themenfeld Sexualpädagogik anbiete, zum Beispiel Sexualassistenz, das heißt bezahlte sexuelle Dienstleistungen für Schwerbehinderte, die sich zum Beispiel nicht selbst befriedigen können. Da wird schon mal Hand angelegt, will sagen, Behinderte werden masturbiert oder mit erotischen Massagen bis zur oralen Geschlechtsverkehr bedient. Und man braucht kein Prophet zu sein, um sagen zu können, dass bei einer solchen Einstellung eines Tages die Sodomie ins Haus steht. Die Übertretung der Gebote Gottes und die Entmachtung bewährter Ordnungen haben zu dem moralischen Niedergang geführt, den wir heute zu beklagen haben. Die Verantwortlichen Politik, Kirche und Gesellschaft haben dem Verfall nicht nur tatenlos zugeschaut, sondern ihn mit der Behauptung, eine neue Zeit brauche neue Werte, beschleunigt. Wie treffend ist es doch, wenn Stanislaw Dziadzi-Letz sagt, ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. Sie werden mich richtig verstehen, ich meine jetzt nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern unter Nullen sehe ich öfters mal eine Person oder Personen. Barrieren sind gefallen. Ungeniert darf sich der angeblich befreite Mensch ausleben und gerade auf dem Gebiet der Sexualität enthemmt seiner Lust hingeben. Unbehelligt und unverwehrt wird das, was den Christen heilig ist, in den Schmutz gezogen. Anstößige Bilder, Skulpturen, die Christus in obszöner Situation zeigen, ebenso Theaterstücke werden im Hinweis auf die Kunstfreiheit
staatlicherseits in Schutz genommen. Der Heilige soll verneint und in ein Beisatz derer werden, die sich auf dem Faulbett der Sünde räkeln. Homosexualität und Lesbianismus sind anerkannt und von Theologen werden diese Untugend als eine Schöpfungsvariante Gott unterschoben, die er, Gott, leider nicht erkannt und zur Kenntnis genommen habe. Ja, ich wollte da noch was dazu sagen, also von wegen der Kunstfreiheit, also Islam und Judentum sind davon ausgeschlossen, weil diese handfest reagieren. Mit waschlappigen Berufsentschuldigern kann man allerdings alles machen. Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Strömungen in Gesellschaft und Recht ist zu erkennen, dass keines der 10 Gebote unangefochten bleibt. Wenn Gustav Heinemann davon sprach, die 10 Gebote könnten nicht Grundlage der Gesetzgebung sein, weil sich die meisten sowieso nicht daran hielten, zeigt das nicht von aller großer Weisheit seinerseits. Das kann man dann wirklich, also alle große Weisheit, so doll war es nicht mit ihm. Gesetze können sich nicht am augenblicklichen Verhalten einer unausgegorenen Masse orientieren. Wie das in einer Multikulti-Gesellschaft funktionieren soll, dürfte ohnehin nicht zu beantworten sein. Orientiert man sich am Verhalten der Menschen, auch in der Gesetzgebung, kann das nur eine Diskussionsethik zur Folge haben, die immer minimaler wird. Es ist die Auflösung der Ethik. An die Stelle einer verantwortlichen und verantwortbaren Ethik tritt die reine Beliebigkeit. Eine solche Situationsethik zeigt sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier beurteilt Helmut Thielicke in seiner theologischen Ethik die Homosexualität sehr positiv, wobei er sich gleichzeitig für die Segnung homosexueller Partnerschaften einsetzt. Und das hat lautstarke Propagandisten, Lobbyisten und Sympathisanten der Schwulenbewegung auf den Plan gerufen. Sie hatten Erfolg. Am 10. November 2000 wurde das sogenannte Lebenspartnergesetz, das homosexuelle Partnerschaften der Ehe faktisch gleichstellt, mit den Stimmen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der PDS im Bundestag verabschiedet. Nun war eine Lawine losgetreten. Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen, setzt sich dafür ein, dass die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Kinder adoptieren dürfen. Das wiederum gegen die Schöpfungsordnung Gottes, wonach ein Kind Vater und Mutter haben soll. In einer schwulen Partnerschaft kann ein Mann niemals, niemals Mutterschaft nachahmen und schon gar nicht ersetzen. Ein Adoptionsrecht für Homosexuelle schadet nicht nur den betroffenen Kindern, sondern darüber hinaus der ganzen Gesellschaft. Parallel dazu laufen die Abtreibungspraktiken. Hier meldet sich das 5. Gebot, du sollst nicht töten, zu Wort. Im Nationalsozialismus wurden kranke Embryonen und Föten abgetrieben. Das ist verwerflich und unentschuldbar. Heute Abend werden nicht nur Kranke und Behinderte, sondern Gesunde getötet und das gleich zu Hunderttausenden. Da wir aber noch nie so einen so sauberen Staat hatten wie derzeit, mussten juristische Klimmzüge gemacht werden, um nachweisen zu können, dass Abtreibung kein Mord ist. Juristen sind findige Köpfe. Und so knobeln sie heraus, dass die Nidationshemmung nicht als Tötung einer Leibesfrucht im Sinne des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, Schwangerschaftsabbruch, gelten soll. Hier wird außer Acht gelassen, dass der Mensch
von Anfang an, das heißt von der Verschmelzung der Samenzelle mit der Eizelle, Mensch ist mit all seinen Eigenschaften. Die Nidation ist die Einbettung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut. Mit der juristischen Entscheidung nun wurde die Zeitspanne der Vorgeburt des vorgeburtlichen Lebens eines Kindes zwischen Befruchtung und Einnistung, etwa 14 Tage sind es, nicht mehr, so wie vor dieser Entscheidung, als schutzwürdig anerkannt. Gleichzeitig aber wurde der Allgemeinheit eingeredet, dass der Zeitpunkt des Lebensbeginns erst beim Zeitpunkt der Einnistung läge. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde im Jahre 1976 der Reform des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, der Paragraph 219 Strafgesetzbuch eingeführt. Dieser Paragraph lautet: Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. Die Soziologin Smaus hat diese Taktik treffend beschrieben. Sie sagt, Zitat: Wenn Menschen getötet werden sollen, wird ihnen zunächst definitorisch, das heißt durch willkürliche Festlegung, ein niedrigerer, nichtmenschlicher Status zugeschrieben. Das trifft auch auf den Fötus zu. Ihn mit Berechtigung im Mutterleib töten zu können, setzt voraus, dass ihm keine menschliche Qualität zuerkannt wird. Zitat Ende. Und der Gynäkologe Dr. Ehmann dazu noch ein Zitat. Er sagt: Das gilt selbstverständlich auch für die befruchtete Eizelle bis zum Abschluss der Nidation. Wenn der Beginn des menschlichen Lebens aus reinem Nützlichkeitsdenken willkürlich auf den Abschluss der Nidation festgelegt wird, um nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben, hat noch nach einer Pressemeldung der Bundesgerichtshof durch seine Entscheidung die Sterbehilfe noch erleichtert. Die Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberg, FDP, lobte das Gericht. Die Spitze der Perversion ist das Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen. Ein Wesen, das eigentlich gar kein Mensch mehr ist, durch das sogenannte gehende Mainstream. Zwecks Irreführung wird dieser diabolischen Idee das harmlose Männlichsein der Gleichberechtigung von Mann und Frau umgehängt. In Wirklichkeit aber soll jedes Bewusstsein für die Unterscheidung Mann-Frau gelöscht werden. Der Mensch wird gesichtslos. Immerhin wurde das 1999 für die Bundesrepublik Deutschland zum Leitgedanken. Gender Mainstream ist das Einspeisen des Gender-Gedankens in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, um die Gemeinschaft zu durchdringen und zu revolutionieren. Beim Gender-Gedanken ist das biologische Geschlecht nicht entscheidend, sondern nur das soziale Geschlecht. Hier heißt es, Mann und Frau seien lediglich eine gesellschaftliche Einbildung, das Ergebnis von Erziehung. Deshalb soll der Unterschied Mann-Frau durch Umerziehung gelöscht werden. Somit läuft alles auf den Umsturz unserer gesellschaftlichen Verhältnisse und die Vernichtung von Mann und Frau hinaus. Auch unsere Sprache wird daran beteiligt. Vater und Mutter wird ersetzt durch Elternteil. Statt Studenten oder Studentinnen heißt es Studierende. Zum Rednerpult sagt man Redepult und so weiter. Für das christliche Menschenbild ist die Existenz von Mann und Frau
fundamental. Immerhin spricht die Bibel von Adam und Eva. Als Mann und Frau erschuf er sie, nicht als Neutrum. Die Vernichtung des Selbstverständnisses von Mann und Frau kann nicht ernst genug genommen werden. Es geht um unsere Zukunft. Buben und Mädchen müssen sich an Vorbildern und Rollenbildern orientieren können. Wo das nicht mehr möglich ist, ist alles verloren. Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, sich an das zu erinnern, was ich vorhin über das gesagt habe, was mit der uns beständig vorgegaukelten Meinungsfreiheit, wie damit umgegangen wird. Wie einige andere kann auch der Mainzer Soziologe Michael Bock ein trauriges Lied davon singen. Im Jahre 2004 ging er in einer bedeutenden Untersuchung der Frage nach über die Auswirkungen von Gender Mainstream. Nicht nur, dass seine Arbeit nicht veröffentlicht wurde. So wurde ihm sogar mit disziplinarischen und darüber hinaus zusätzlich auch noch mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. Der Universitätspräsident hat ihn gedrängt, den Text der Arbeit von seiner Netzseite zu nehmen und schließlich nach einer förmlichen Rüge seines Dienstherrn, des Wissenschaftsministers von Rheinland-Pfalz. Da konnte es auch nicht ausbleiben, dass er Bock Schmähanrufe erhielt von denjenigen, die sich durch seine Erkenntnisse auf den Fuß getreten fühlten, weil durch diese Arbeit ihre Geisteshaltung und Zielrichtung erkennbar geworden sind. Auch Distanzierungen und an Versuchen, einen Bock der Lächerlichkeit preiszugeben, hat es nicht gefehlt. Das ist der giftige Dunstkreis, der uns umgibt, in dem wir leben und der uns den Atem nimmt. Das Schicksal des Herrn Bock ist kein Einzelfall. Ich könnte Ihnen, das würde zu weit führen, noch eine ganze Reihe ähnlicher, bis hin zu Gefängnis. An diesen Misslichkeiten ist das Grundgesetz nicht schuldlos. Der Ruf zurück zum Grundgesetz ist völlig fehl am Platze. Aus den Beratungen des Verfassungskonvents zur Vorbereitung auf das Grundgesetz, der 1949 in Herrn Chiemsee tagte, hat sich ergeben, wie offen der Begriff Gott in unserem Grundgesetz gedeutet werden darf. Mit anderen Worten, auch einer Fehldeutung steht nichts im Wege. Aber nicht nur die religiöse Frage ist hier betroffen. Der frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhoff erklärte, Zitat, das Grundgesetz müsste geändert werden, weil es ohne Christentum nicht zu verstehen, sondern auch nicht zu handhaben ist. Weil ohne die Religion seine tragende Überzeugung uminterpretiert würde. Zitat Ende. Bewusst lebende Menschen, die an dem Verfall unserer Kultur, Moral, Ethik und so weiter leiden, klagen zuweilen, das Christentum hat versagt. Insbesondere dann noch, wenn der Bischof von Fulda, Heinz Josef Algermissen, hört, wenn wir den hören, der in einem Interview zu den beiden ihn befragenden Journalisten geäußert hat, Zitat, wir Christen müssen akzeptieren, ob wir das nun wollen oder nicht, dass wir in absehbarer Zeit in dieser Gesellschaft den Alleinvertretungsanspruch aufgeben müssen. Zitat Ende. Das ist in der Tat eine Bankrotterklärung. Tatsächlich eine Bankrotterklärung. Nein, meine Damen und Herren, das Christentum hat nicht versagt. Versagt haben die Menschen. Der große Realist auf dem Stuhle Petri, der heilige Papst Pius X., hat bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem ersten Rundschreiben drohendes
Unheil, von dem die abendländische Menschheit bedroht ist, vorausgesehen. Er schreibt, Zitat, uns schreckt auf das Allerheftigste die gegenwärtige so schwere Bedrängnis des menschlichen Geschlechtes. Es ist allen bekannt, dass die Gesellschaft heute an einer tief eingesessenen Krankheit leidet, wie sie die früheren Zeiten nie gekannt haben. Diese Krankheit ist der Abfall, die Trennung von Gott, der engste Bundesgenosse des Verderbens. Die Betrachtung dieser Zustände ruft die Befürchtung wach, als hätten wir in dieser Verderbnis der Herzen die Vorboten, ja, den Anfang jener Gräuel vor uns, welche am Ende der Zeiten zu erwarten sind. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.